Ja, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge Barockfahrer TV auf der MadGod Cover. 11.17, ja, ich mache hier mit dem Don ein paar Schönheitsreparaturen. Ja, wenn er alles selber machen muss. Ach ja. Ja, den Streifen darf man machen. Ich bin nur viel. Aber ich kam gerade beim Don raus und das da stand da so halb zu schräg. Weil da herkommt, dann machen wir das auch gleich. Der hintere, da haben wir auch noch was stehen. Ja, das ist ja dann nur Scheiße, ja. Ja, letztes Mal über Filme gequatscht, dann quatschen wir eine Runde über Musik. Wie gesagt, wissen vielleicht nicht viele, aber ich bin leidenschaftlicher absoluter Heavy Metal Fan. Und ich kam zu Heavy Metal, zu der Musikart und Musikgenre im Jahre 1983. Und ich liebe die Musik innig, aber wirklich alles, was mit Heavy Metal zu tun hat. Nicht nur eine bestimmte Richtung wie Hard Rock oder British Heavy Metal oder sonstige Gedöne. Sondern auch Black Metal, Speed Metal, Thrash, Death, was es alles gibt, sogar Gothic oder Industrial und so weiter und so fort. Als Kind, mit so 6 Jahren, habe ich mich für Musik interessiert. Wollte auch immer ein Musikinstrument lernen, und zwar Schlagzeug. Aber das erlaubte mein Stiefvater nicht, obwohl er Musikverein war. Aber er war typisch. Und er wollte immer, dass ich ein Blasinstrument spiele. Da fing an mit Trompete, Flügel und Posaune, ne, die Tuba. Ne, war nicht mein Ding, absolut nicht. Und dann irgendwann mit 14, wo ich halt mal so ein bisschen in die Pubertät kam und Scheiße baute, da wurde mir das dann erlaubt. Urplötzlich. Urplötzlich. Hauptsache ich ging in den Verein, hauptsache ich war im Musikverein. Ja, dann habe ich halt einen Crashkurs gekriegt, Kurzunterricht, weil ich selber wusste, dass mit 14 Jahren das auch zu spät ist und so. Das lernt man mit 8 Jahren oder weiß ich Gott wie viel. Aber egal, auf jeden Fall, ich durfte lernen, das war mir scheißegal.
Und natürlich habe ich damals auch natürlich gleich eine Heavy Metal Band gegründet. Das war ja logisch. Und es war eine schöne Zeit. Musikverein blieb ich nur bis ich 20 war, dann ging ich raus. Dieses Ufta, das ging ja irgendwann auf die Eier. Beziehungsweise unser Dirigent damals fing an, dann Konzerte zu geben im klassischen Stile. Ja, Entschuldigung, eine Blasmusikkapelle aus dem Dorf, aus dem Schwarzwald, gibt Konzerte im klassischen Stile. Also das war für mich so, das war für mich bescheuert und beknackt. Aber war so, wie man macht es mir keinen Spaß mehr. Und wie gesagt, mit 6 Jahren oder 7 Jahren, weiß ich, meine erste Lieblingsband, die höre ich auch heute noch gern, das ist gar kein Thema, war ABBA. Wie gesagt, die waren für mich großartig und dann halt kam die neue deutsche Welle und halt auch so, was in den Charts gespielt wurde. Mehr gab es da ja noch nicht, oder ich glaube nicht. Und wie gesagt, neue deutsche Welle 82, 83, 84 und Ende 82, Anfang 83 kam ich eben zum Metal und es war für mich wie eine Revolution, das war Feierabendstempel. Und das hat angehalten bis heute. Das ist etwa 50. Na egal. Ich habe schon immer gesagt, ich werde mit dieser Musik sterben. Die Geschmäcker sind verschieden. Ich werde mit der Musik das Geistige segnen, das weiß ich genau. Gut, es gibt viele Bands. Ich habe angefangen. Oh, die FPS ist mal wieder im Keller. Hallo liebe FPS, kackst du mal wieder hoch? Ja, die ist gerade bei 2. Ich weiß nicht warum. Ja, es geht gerade wieder alles wie in Zeitlupe. Nee, was ist das denn jetzt hier? Ja, die stellt mal kurz aus, wie sie die FPS erholt da irgendwie, weil das Ganze irgendwo jetzt nicht sein. Das ist nicht schon wieder kaputt. Ja, jetzt ist sie wieder oben. Jetzt ist sie wieder unten. Ja. Das ist eine Scheiße, Mann. Es geht mir sowas auf die Eier. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn es jemand hätte, der neben mir stehen könnte oder in meiner Nähe wohnt, der nur spontan sagen kann, ja komm, es liegt an dem und dem, du musst das und das beachten, mach mal das so und so, aber ja. Es geht gerade nichts, als wäre aufgehängt, aufgehangen. Super Folge. Ich kann nicht mal den Motor starten heute.
Tot. Es geht nichts mehr. Tot, Töter, Töter, tot. Es geht gar nichts mehr. Kann ich mal zwischen den Fahrzeugen switchen. Oh doch, geht. Aber selbst bei den Fahrzeugen oder irgendwie geht nichts mehr. Ja, tot. Ich hab genau 0 FPS. Liebe Leute, es tut mir leid, es gibt jetzt eine ganz kurze Folge, mal ausnahmsweise keine 20 Minuten, nicht mal 15. Wir sind jetzt gerade bei 12 Minuten. Leute, es tut mir wirklich leid, aber es geht gerade nichts mehr. Und seht ihr, egal welches Fahrzeug ich auswähle, es ist tot. Deswegen denke ich mal, es liegt an der FPS. Ich bin sowieso gerade dabei. Ich habe jetzt gerade eine Festplatte freigemacht, wo Filme drauf waren, 400 GB Festplatte, die reicht. Und ich habe ja eh vor, da die ganzen Mods aus dem LS13, LS15, LS17 drauf zu knallen, das müsste reichen. Und siehe da, dann ist nämlich auf einen Schwung wieder fast 400 GB frei. Dann sind also nur 600 belegt und dann müsste das eigentlich wieder funzen. Und wenn ich da mal Aufnahmen mache und es sind halt dann 200 GB Aufnahmen, dann ist es halt so und basta. Wie gesagt, es ist jetzt gerade richtig tot. Ich denke mal, es liegt am Speicher, es liegt daran, weil sowas habe ich jetzt echt noch nie erlebt, weil manchmal hat sich dann wieder ruckzuck erholt nach 10 Sekunden oder irgendwie, aber da erholt sich jetzt gerade gar nichts mehr. Ja, ich kann nicht einmal mehr Fahrzeuge auswählen. Nichts, nothing, niente, nada. Ich sehe nur noch eine Wand. Ich drücke wie ein Ochse. Ach ja. Hallo. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Irgendwo an der Wand. Ich glaube, am Grasmäher bin ich gerade. Der wird immer von hinten angezeigt. Nee, IAC 844, da steht so ganz groß, am Traktor bin ich. Und das an deinen Scheune. Hallo, Kuckuck. Das ist die Nudelfabrik. Die kommt auch noch irgendwann in Betrieb. Ach ja. Ja, tot. Ja, wie gesagt, das erzähle ich noch schnell fertig, dass wir wieder mit 15 Minuten fertig kriegen. Die Musik, wie gesagt, ab 83, eiskalter Heavy Metal Fan, und zwar eingefleischter Iron Maiden Fan. Ich habe auch eine Tätowierung vom Eddie in meinem Arm. Ich habe in meinem Hobbyzimmer eine riesen Fototapete. Vielleicht zeige ich die euch mal, vielleicht gebe ich mal in mein Hobbyzimmer. Wenn es 100% zeigenswert. Baustelle, weil ich immer was am ummodeln bin.
Die Band, muss ich ehrlich sagen, ist, ich habe sie dreimal live gesehen, dreimal. Aber die ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Es hat brutal nachgelassen und ja, wie soll ich sagen? Meine FPS, die schwankt hier auch rum, als gäbe es keinen Morgen. Jetzt ist sie gerade wieder bei 15%, jetzt bei 10%. Wie sie gerade lustig ist. Ja, was weiß ich. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Jetzt mal da rein, dass wir den tanken. Ja, mal meinen Kompressor schnell vor. Ja, es schwankt gerade zwischen 20 und 10 hin und her. Ihr seht ja, es ruckelt noch wie verrückt. Die Kamera lässt sich nicht mal mehr richtig drehen. Oh, es ist wieder besetzt, hier ist der, wie schön. Kommt der Freude auf. So, das drin. Beide drauf, runter. Und dann die nächsten Strohballen. Ja, ist doch schon wieder rum. Ach, können wir doch 20 Minuten voll. Ja, super. Ist das lustig. Ja, ich werde mich mal drum kümmern. Dass das Laptop wieder fit wird. Ich habe hier einen Mod runter. Ja, das habe ich schon lange vorgehabt. Ich finde das Gerät hier genial. Was für Strom. Ah. Ja, nur die Lenkung ist scheiße. Die Lenkung ist echt derb. Wenn man lässt den Stick los, dann müsste nochmal die Lenkung sofort wieder gerade werden. Aber ne. Dankeschön. Achso, das guck ich wieder. Deswegen, ich denke gerade, hä? Dann packt ihr das nicht. Ja, er ist gerade wieder runter gesagt, du 2 FPS, ich geh dann wieder hoch, 3. Ist das lustig? Ist das zum Kotzen? Naja. Vorfahren und abladen. Ach, das Hund, das ist richtig geil. So muss das von wegen Traktor und Spieß rummachen und wirklich tot. Das spannt die immer noch nicht an. Sind so 24.000 Liter Stroh drin. Der Tank ist voll, aber es funzt nicht. Na gut, vielleicht dauert es ein Weilchen. Ich habe keine Ahnung. Weiß noch mal ein bisschen was rein. Ja, das ist immer blöd. Das weiß ich auch nur, dass das so dumm gemacht wurde, dass der Abladetrigger hinterm Fahrer ist. Hätte nochmal vorne sein müssen. Weiß ich so.
Hey. So, rechts, links und dann vorne, nicht hinten. Aber naja, das halt so ist, was wir nur machen. Ich finde das Kärchle cool. Weißt du, dieses auch kleine Kärchle da von der PSL-Gruppe, wo diesen Kipper vorne hat, hat immer so Schweinetröte befüllt oder eben auch Schafströte. Ist doch voll cool. Und zack. Und Motor aus. So, liebe Leute, jetzt machen wir Schluss. Der Komposter kann laufen. Ich weiß noch nicht, warum das so lange dauert, bis der läuft. Ja, ich mag halt lieber die Kompostieranlagen, die hier eine Pipe irgendwo haben, wo man dann aufladen kann. Die sind mir viel, viel lieber. Gibt es aber leider nicht, aber was will man machen? 8000 Liter sind gerade drin. Ich sehe sie bloß nicht, deswegen lassen wir da erstmal am Berg entstehen. Wie auch immer das anläuft. Gucken wir mal beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, auch wenn es jetzt die Schwierigkeiten gab mit der FPS. Wie gesagt, ich kümmere mich mal wieder drum wie immer. Vielleicht kommt eine Lösung, vielleicht auch nicht. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Hat es euch gefallen, lasst ein Abo, lasst einen Daumen da. Schreibt was in die Kommentare. Vielleicht auch, was eure Erfahrung mit FPS ist und so, was ihr da schon kennengelernt habt. Ah, hört ihr das? Der Komposter, er läuft. Er hat sie angeschmissen. Wunderbar, Freude. Ja, so muss das sein. Ja, wie gesagt, ist ja der Unterschied, ob man nur spielt, dann ist die FPS eigentlich immer in Ordnung, aber wenn man dann auch noch aufnimmt gleichzeitig, dann verschlechtert sich die FPS und dann geht die Kacke, der Ärger nämlich richtig los. Gut, wie gesagt, seid was rein oder nicht. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Aufbauer. Tschüss und ciao.